Jetzt, da ist er. Man hat gesagt, ich finde da einen Klicker. Also, ich habe ihn gefunden. Super. Ist das hell hier. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ich mache das normalerweise nicht so häufig und nicht so vielen Leuten, aber ich glaube, das geht schon gut. Mein Name ist Bastian Feder. genau. Wie der Nico schon sagte, ich bin Co-Founder von Lipa. Mit Lipa versuchen wir, Bitcoin-Lightning-Adoption in der Weise nach vorne zu treiben, dass wir es sehr, sehr einfach machen für Unternehmen in einem Point-of-Sale bzw. im Vis-à-vis-Geschäft Bitcoin innerhalb von Minuten zu empfangen. Man braucht sich keine Gedanken, um die Technik zu machen, man braucht sich keine Gedanken zu machen, sogenannte Inbound-Liquidität zu haben. Das übernimmt Lipa alles, man installiert sich ein Terminal und kann eigentlich sofort loslegen. Ich selber bin auch Bitcoiner und zwar von ganzem Herzen. Ich sage das jetzt nicht nur, vielleicht um Sympathie zu holen, nein, mir gefällt einfach die Selbstsouveränität, die Selbstverantwortung, die wir mit dem Bitcoin-Netzwerk bekommen haben und deswegen auch die Idee, auch hinterher Lipa zu gründen, um vielen Leuten zugänglich zu machen, was mir eigentlich so gut gefällt. Nico hat es eben schon gesagt, ich bin auch Adoptionstreiber, heißt, ich werde nicht müde, überall, wo ich bin, zu fragen, ob man mit Bitcoin zahlen kann. Wir haben es gerade eben am Panel gesehen, Lightrider hat es genannt. Wenn wir wollen, dass Bitcoin als Zahlungssystem benutzt wird, wenn wir wollen, dass Bitcoin-Adoption nach vorne getrieben werden wird, müssen wir auch hin und wieder mal fragen, ob denn Bitcoin als Zahlungssystem in dem Geschäft oder in dem Restaurant, wo man gerade ist, ob das auch wirklich akzeptiert ist. Mein Vortrag heute geht auch über Bitcoin Lightning. Eben Frage in die Runde, wer hat schon mal von dem Bitcoin Lightning Netzwerk gehört? Ja, ich kenne das Auditorium noch nicht so gut. Man sagte, es sind heute sehr viele auch Unternehmer da. Und das kann ja durchaus sein, dass halt der eine oder andere noch nicht vom Bitcoin Lightning Netzwerk gehört hat. Okay, ich habe sehr viele Hände gesehen, deswegen nur einen sehr kurzen Abriss. Das Bitcoin Lightning Netzwerk wird eigentlich so als den Payment Layer für Bitcoin gesehen. Was meine ich damit? Bitcoin an sich hat, wie ja, oder ein Großteil von euch ja wisst, die 10 Minuten Blockzeit, dass halt so alle 10 Minuten Transaktionen ausgeführt werden können auf der Bitcoin-Blockchain. Das Lightning-Netzwerk ist eigentlich ein Peer-to-Peer-Netzwerk, wo zwei Parteien direkt miteinander Werte austauschen können. Ich habe gesagt, zwei Parteien. Das ist, wie es auch bei Bitcoin üblich ist, gibt es keine Drittpartei. Es gibt keiner, der es mir verwenden, der es mir verbieten kann. Es gibt keiner, der die Zahlung einmal avisiert stoppen kann. Und sie ist halt ein Instant Settlement. Das versuche ich immer, wenn ich unterwegs bin und versuche, Bitcoin-Geschäften und Unternehmern näher zu bringen, versuche ich immer auch genau das herauszustellen. Man muss einfach nicht die 30 Tage auf die Fiat-Zahlung aus dem Kreditkartennetzwerk. Man muss eben nicht warten, es gibt keine Chargeback-Möglichkeit, weil es wie eine Instant-Zahlung einfach sofort dann bei dem Empfänger ankommt. Gleichzeitig, das wird häufig oder ist auch früher häufig diskutiert worden im Bitcoin-Netzwerk, dass die Fees, die Netzwerk-Fees oder die Transaktions-Fees relativ hoch sind. Wir wissen, mittlerweile ist der Pool, wo die ganzen Transaktionen zur Verfügung stehen, relativ leer. Deswegen sind auch die Netzwerkgebühren on-chain kleiner geworden. Auch bei Lightning-Zahlungen, dadurch, dass es eine Peer-to-Peer-Zahlung ist, eventuell über den ein oder anderen Zwischenknoten, sind die Zahlungen relativ eigentlich fast verschwindend gering. Ein Ding, was ich immer zu hören kriege, wenn ich mit Unternehmen rede, wenn ich mit Restaurants, Bars und so weiter rede, für den Empfang von Bitcoin ist immer die Volatilität ein Thema. Und die Volatilität an sich kommt beim Bitcoin-Netzwerk tatsächlich ja daher, dass halt die Marktkapitalisierung noch nicht so hoch ist, dass halt noch nicht so viele mit Bitcoin handeln in der Art und Weise, dass sich dort eine Marktstabilität ergeben könnte. Wir haben es über die letzten paar Monate gesehen, Bitcoin hat sich relativ stabil in einem Rahmen von 20.000 Euro hoch und runter bewegt. Für mich ist das schon eine relative Stabilität, die man als Unternehmer in Betracht ziehen kann, um
Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu empfangen. Was meine ich damit? Wenn ich mit Unternehmen rede, schaue ich auch immer darauf, wie viel Umsatz macht ihr denn überhaupt mit Bitcoin? Was kann euch den Empfang von Bitcoin in der Art und Weise geben, dass ihr, oder wenn ihr das denn sofort wieder umwandeln wollt in Euro oder in Schweizer Franken? Was ich meistens empfehle ist, grundsätzlich, wenn ihr Bitcoin als Zahlungsmittel annehmt und Services oder Güter verkauft, dann ist es sicherlich eine gute Idee, die ein oder anderen Satoshis zu behalten, weil eventuell kommt der Kunde zurück. Auch was wir gehört haben, es ist unter Umständen nur 1% der Kundschaft, die zurückkommt und die Ware ersetzt haben möchte. Vielleicht ist das eine gute Idee, wenn ihr das dann auch wieder in Satoshis zurückzahlt. Ich meine, jetzt von der Warte her habt ihr als Unternehmer dann die Möglichkeit, ein bisschen mit dem Kurs zu spielen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und zwar zu sagen, jetzt ist der Kurs gerade gestiegen. Das heißt, ich würde viel mehr Bitcoin oder viel mehr Satoshis oder viel mehr Euro für meine Satoshis kriegen. Ich zahle einfach Euro aus und behalte so meine Bitcoin. Oder der Satoshi oder der Bitcoin-Preis ist gesunken. Ich gebe ihm einfach wieder Bitcoin zurück, um halt so das Volatilitätsrisiko auszuschließen. Weiterhin, wer hat Interesse daran, Bitcoin zu empfangen, wo er nicht für seinen Namen und seine Adresse und so weiter hat hintergeben müssen. Also sogenannte KYC-freie Bitcoin. Sind eigentlich in der Bitcoin-Community die Bitcoin oder die Satoshis, die am interessantesten, die am begehrtesten sind. Weil hier braucht man nicht zu fürchten, dass man irgendwie auf einen zurückgekommen werden muss, dass vielleicht über irgendwelche Ausschlussverfahren, die irgendwann mal in die Bitcoin-Kette eingebaut werden können, plötzlich gesagt wird, nein, diese Person darf eben nicht die Bitcoin weiter verwenden und so weiter. Sprich, Bitcoin oder Satoshi, die wir über Services, über unsere Arbeit eingenommen haben, dort weiß eigentlich gar nicht, dass wir sie haben. Dementsprechend wären sie KYC-frei und könnten uns damit dann als Vorteil sehen, dass wir sie eben nicht, dass sie nicht blockiert werden könnten. Und für mich ganz wichtig, als Bitcoiner und als Adoption-Driver, ich würde gerne sehen, dass Bitcoin in die zirkuläre Ökonomie geht. Ein oder zwei von unseren Kunden nutzen das tatsächlich auch schon so. Sie zahlen ihre Dienstleister, in dem Fall Brauereien, zahlen sie mit Satoshis für die Lieferung an Bier, die sie dann in ihrer Bar verkaufen und diese dann auch für Satoshis verkaufen. Sprich, wenn wir das schaffen, dass wir als Unternehmen auch eine zirkuläre Ökonomie aufbauen können, dann ist es sicherlich, oder ist die Adoptionstreiber oder die Adaption von Bitcoin, können wir damit wesentlich weiter nach vorne bringen. Und somit dann auch zusammen an einem fairen Geldsystem schaffen. Haben wir häufiger gehört jetzt die letzten paar Tage. Ich habe mich jetzt auch nochmal mit dem Marc vom Hotel in Plochingen unterhalten. Häufig, oder gerade im Moment sind viele Leute auf der Suche nach, also gerade aus den Restaurationsbetrieben, aus servicegetriebenen Betrieben, nach neuen Mitarbeitern, nach Servicekräften. Ich sehe das bei Leaper. Wir kümmern uns eigentlich sehr wenig bis fast gar nicht darum, neue Fachkräfte zu finden. Wir kümmern uns sehr wenig darum, wenn es darum geht, wo finden wir Talent und wo finden wir unsere neuen Mitarbeiter. Im Normalfall werden wir kontaktiert, im Normalfall bekommen wir Initiativbewerbungen, wo wir dann sehen oder uns dann aussuchen können, welches Talent und welche Leute wir mit in unser Unternehmen nehmen können. Das Gleiche ist auch, wenn man dem Marc vom Hotel Prinzess in Plochingen zuhört, sie haben überhaupt kein Problem, wenn es darum geht, neue Leute für den Service zu finden, neue Leute für ihr Hotel zu finden, weil er als Innovationstreiber gesehen wird. Es wird angenommen, das muss ich halt dann immer noch rausstellen, bei Marc weiß ich das jetzt, weil ich ihn auch persönlich kenne, dass er
ein Open Mindset hat, also ein Bitcoiner Mindset, dass er fair mit seinen Angestellten umgeht. Und das ist eine Sache, das ist gerade auch heutzutage, wenn es um Servicebetriebe geht und so weiter, aber das wisst ihr sicherlich besser als ich, ist das sicherlich ein Aushängeschild für eine Firma und ist somit dann auch viel attraktiver für weitere Mitarbeiter. Last but not least, Adoptionsdriver, Community. Das sehe ich auch ganz stark bei uns. Bei Lipa bin ich so ein bisschen die Person, die Vorträge macht, die in Podcasts ist, die sich mit der Community auseinandersetzt. Und was wir merken ist, je enger unsere Beziehung mit der Bitcoin-Community ist, je mehr wir uns auch dort ein wenig präsentieren und mit der Community diskutieren, der Community zuhören, was sie als nächsten Features und so weiter sehen wollten, merken wir, dass auch die Community immer stärker uns unterstützt. Und auch hier auch für Unternehmen und Händler ganz klar der Aufruf, wenn ihr Bitcoin als Zahlungsmittel empfangt, ist eine Community dahinter, die sehr, sehr stark ist. In Deutschland ist sie in den letzten 3 Jahren so, ich glaube, über 400% gewachsen. Wir haben einen Kunden, der ist in Berlin, es ist ein Subway, der hat jetzt unser Zahlungssystem als Terminal eingesetzt. Der hat pro Tag locker 3 oder 4 Leute mehr im Laden stehen, die aus ganz Berlin, teilweise auch aus dem Umkreis von Berlin daherkommen, nur um das Zahlungserlebnis Bitcoin zu haben. Was er darüber hinaus macht, er bietet dann auch der Community Platz, um dort ihre Community-Treffen zu machen, um ihre Bitcoin-Treffen zu machen, weil er genug Raum hat und dass man auch mal einen Projektor aufstellen kann und eine Leinwand. Und auch dadurch gibt er halt der Community auch den Support zurück, weil es häufig schwierig ist, große Hallen oder so zu finden, wo sich die Leute sich treffen können und entsprechend auch ihre Vorträge machen können. Genau. Ich bin sehr gut in der Zeit. Ich würde euch gerne noch Raum für Fragen geben. Sonst jemand eine Frage, noch irgendwas, eine Anmerkung vielleicht? Sonst bedanke ich mich sehr herzlich und ihr könnt mich jederzeit auf Twitter und auf Telegram finden unter @lapistano oder schreibt mir einfach eine E-Mail unter bastian@getlipa.com. Herzlichen Dank.